beste Unterhaltung beim Augsburger Presseball 2013. Er gehört zu den großen gesellschaftlichen Ereignissen der Stadt. Sehen und gesehen werden, Spaß haben und gleichzeitig etwas Gutes tun. Kein Wunder, dass viele Besucher jedes Jahr gerne wiederkommen. Ich bin eigentlich Stammgast hier und ich freue mich auch darüber. Es ist die lockere Stimmung, es ist die gute Mischung von natürlich ein schönes Menü und Tanz und einer Mitternachtsshow. Und natürlich, man kann auch was Gutes machen über die Lose. Das ist einfach eine tolle Atmosphäre und gute Umgebung. Ich freue mich auf gute Gespräche am Tisch, auf locker sein und natürlich auch aufs Tanzen. Es ist nun mal das gesellschaftliche Ereignis. Und wie in der Vergangenheit wird das toll sein, deswegen freue ich mich. Man hat immer die Möglichkeit, einfach neue Leute kennenzulernen und Freundschaften, einfach, was man in den letzten Jahren gemacht hat, einfach zu pflegen. Und von daher, glaube ich, wird es ein sehr schöner Abend, auch wenn natürlich wir heute durch die Niederlage in München erst ein bisschen in Schwung kommen müssen. Früher war das natürlich auch Pflicht und heute ist es ja Kür. Wie es sich für den Presseball gehört, stellt Gastgeberin Alexandra Holland in ihrer Begrüßung auch gerne Verbindungen zu aktuellen politischen Ereignissen her. Deutschland sucht im Moment die große Koalition. Und ich kann Ihnen aber sagen, die größte Koalition, die Koalition der Helfenden, ist heute Abend hier. Und dafür kann ich gar nicht oft genug danken. In diesem Jahr neu auf dem Augsburger Presseball das Casino Royal. Natürlich für einen guten Zweck. Der Glücksspielerlös geht an die Kartei der Not. Genauso wie bei der traditionellen Tombola. Der Hauptpreis, ein Audi A1 in Schwarz, hat mittlerweile einen glücklichen neuen Besitzer. Die Farbe des Abends dagegen, Bordeaux-Rot. Doch nicht jeder nimmt das so genau. Mit meinem Namen, also das toppt sowieso niemand. Da brauche ich nicht extra noch rot anlegen, ich toppe die Farbe des Abends mit meinem Namen. Ja, für einen Schwarzen gehört es sich, dass er ganz klassisch in Schwarz auf einem Ball auftaucht. Ich handhabe es so, dass ich vor allem es genieße, andere anzuschauen. Und ich hoffe, dass sich möglichst viele an das Motto halten, damit ich etwas zu sehen habe. Das Anschauen klappt am besten an oder auf den vielen Tanzflächen, egal ob bei Live-Musik oder den RT1-DJs. Höhepunkt des Abends der Auftritt von Ronan Keating mit Songs wie Life is a Rollercoaster oder Loving Each Day. Der 41. Augsburger Presseball mit 2.500 Besuchern eine rauschende Ballnacht bis in den frühen Morgen.